Wie der Pro Wrestling Insider berichtet, verkauft sich die jüngst erschienene DVD von Kevin Owens absolut herausragend. So meldete Amazon, dass deren Kontingent in den USA aufgrund der hohen Online-Nachfrage derzeit teilweise ausgeschöpft ist. Auch in vielen DVD-Läden in Amerika soll die DVD innerhalb der ersten Stunden ausverkauft gewesen sein. Schon jetzt zählt Fight Owens Fight The Kevin Owens Story zu den erfolgreichsten WWE-DVD-Verkäufen der letzten Jahre. Die jüngsten Ticketverkaufszahlen für den anstehenden Great Balls of Fire Pay-Per-View sorgen bei der WWE wohl derzeit für viel Beunruhigung. So sind wenige Tage vor dem Event noch hunderte von Plätzen frei, dabei unter anderem auch sonst heiß begehrte Plätze in unmittelbarer Ringnähe. Gerade da der Pay-Per-View zuletzt intensiv mit den Paarungen Brock Lesnar vs. Samoa Joe sowie Roman Reigns vs. Braun Strowman beworben wurde, sind viele Experten und womöglich auch WWE-Offizielle derzeit irritiert von den schwachen Ticketverkäufen. Wie wir berichteten, sah man sich zuletzt auch bei SmackDown mit enorm schwachen Verkäufen konfrontiert, sodass teilweise ein Drittel der Arena leer blieb und abgedunkelt werden musste. Achtung, es folgen ab hier SmackDown-Spoiler. Bei der dieswöchigen SmackDown-Ausgabe kam es zu einer Battle Royale um den Platz des Number One Contender Spots auf den United States Championship Titel von Kevin Owens. Im Zuge dessen beschwerte sich Luke Harper auf Twitter darüber, dass dessen Eliminierung an Connor von der WWE aus bisher unbekannten Gründen verschwiegen wurde. So gab die WWE an, dass Mojo Rawley für die Eliminierung Connors gesorgt hätte. Harper, der seit dem Zeitraum vor WrestleMania keine große Rolle mehr im blauen Brand spielt, hat den Tweet mittlerweile wieder gelöscht. Gegenwärtig soll es auch keinerlei Pläne für Harper geben, sodass er wohl zunächst weiterhin keine relevante Rolle bei SmackDown spielen wird. Im Rahmen der angesprochenen Battle Royale eliminierte Mojo Rawley seinen Tag-Team-Partner Zack Ryder. So sollen die Hype Bros, welche eigentlich erst vor wenigen Wochen nach dem Comeback von Ryder wieder zusammengefunden haben, schon wieder getrennt werden. Im folgenden Programm würde dann Mojo Rawley als Heel agieren und die Fehde gegen Ryder für sich entscheiden. Wie wir berichteten, sollte John Cena nach seinem Comeback zunächst nicht direkt auf Jinder Mahal treffen, sondern erst ein kurzes Programm mit dem ebenfalls zurückkehrenden Rusev worken. Berichte, nach denen Ziggler als Gegner für Cena erhalten sollte, stellten sich letztlich als falsch heraus. Es ist weiterhin vorgesehen, dass Cena Rusev bei Battleground recht deutlich besiegt, bevor er dann sein Programm mit Jinder Mahal beginnt, welches in einem Titelmatch beim SummerSlam gipfeln soll. Welche Pläne für Rusev nach dessen voraussichtlicher Niederlage bei Battleground bestehen, ist bisher unklar. Eine wirklich große Rolle ist für den Bulgaren jedoch nicht vorgesehen.